Hallo. Wir befinden uns an einem der meistgehassten Orte Schleswigs, nämlich vor dem Portal der Lonschule. Ja, vor dem Gymnasium, einem der Gymnasien in Schleswig. Und ich bin hier nicht alleine, sondern mit Clara und Charlotte zusammen, die wir heute interviewen wollen für euch und sie. Und ich schlage vor, ihr beiden stellt euch einfach mal selber vor. Ich bin Charlotte, ich bin 13 Jahre alt und gehe hier in die 9. Klasse. Ich bin Clara, bin ebenfalls 13 Jahre alt und besuche die 8. Klasse. Ich bin hier im Konfirmandenunterricht und ich singe im Mädchenchor von der Kirche. Ich bin ebenfalls im Konfirmandenunterricht, außerdem bin ich im Go for Kids Team und ich bin in der Band der evangelischen Jugend. Was ist eure Schulgröße? Ja, meine Schulgröße ist 45, deswegen nennen mich meine Freunde auch manchmal Bigfoot. Ja, ich habe 38, ist eigentlich ziemlich normal. Letztes Wochenende hätten wir eigentlich eure Konfirmation gefeiert und die ist jetzt irgendwie ausgefallen. Ja, das war natürlich erstmal sehr blöd, als der Brief kam, dass unsere Konfirmation nicht stattfinden wird. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ne? Also man hat es ja irgendwie auch schon geahnt, dass es nicht stattfindet aufgrund der Lage jetzt. Es gibt ja auch einen neuen Termin und zwar Mitte, Ende September. Wie ging es euch denn jetzt so in den letzten Wochen zu Hause mit dem Homeschooling? Wie ist das so gelaufen? Wir haben immer über die Homepage unserer Schule Aufgaben bekommen. Die waren nach den Klassen sortiert und einige unserer Lehrer in den Hauptfächern, die haben mit uns Videokonferenzen abgehalten mit der ganzen Klasse und dann nochmal Sachen erklärt, damit wir auch mit dem Stoff weiterkommen, obwohl sie uns da nicht bewerten konnten. Ja, also bei uns ist es auch fast so wie bei Charlotte. Allerdings haben wir nur mit unserer Klassenlehrerin solche Online-Konferenzen. Und mit der Aufgabenmenge komme ich eigentlich auch ganz gut zurecht. Und ja. Freust du dich, wenn es jetzt vielleicht bald wieder losgehen sollte? Ja, also ich freue mich und dann kann ich endlich meine Freunde wiedersehen. Ist auch toll, dass man dann zum Beispiel in den Fächern wie Chemie oder Physik oder Mathematik sich das nicht mehr alles selber beibringen muss. Ist auch eine große Hilfe, wenn man dann da jemand hat, der das schon kann. Also was habt ihr so gemacht die ganze Zeit zu Hause? Was macht ihr so? Ich male und zeichne viel und jetzt noch mehr. Ja. Tennistraining, also da hält man sowieso Abstand, weil das sonst nicht funktioniert mit dem Spielen und ja. Ja, bei mir ist es auch so, ich male viel, ich lese, ich gehe einfach in den Garten. Ich habe halt eine kleine Schwester und mit der zofft man sich dann auch manchmal. Wie war das so für euch mit euren besten Freundinnen oder mit euren Freunden? Wie habt ihr mit denen Kontakt gehalten? Also ich telefoniere fast jeden Abend mit meiner besten Freundin. Wie lange? Wie viele Stunden? Meistens so eine Stunde. Ja, ich telefoniere auch sehr viel mit meinen Freunden. Normal, also Sprachanruf oder halt mit Videochat. Ihr seid ein bisschen öfter am Handy als sonst. Ja, das ist wohl wahr. Gibt es noch eine Sache, die ihr sagt, ach, die war richtig super in den letzten Wochen? Also vielleicht, dass man mal öfter ausschlafen kann. Okay. Mein Vater ist im Homeoffice und meine Mama hat auch jede zweite Woche frei. Ja. Und dann meine letzte Frage, wie ist es für euch, nach so langer Zeit an diesem verhassten Ort zu sein? Also es war vorhin, als ich hierher gekommen bin, schon komisch, an der Schule vorbeizulaufen, weil einfach sonst ist hier immer Betrieb und jetzt war auf einmal alles leer. Und man hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass irgendjemand oben hinter einem Fenster steht und dich anguckt, obwohl es eigentlich gar nicht sein kann. Das hatte ich auch das Gefühl. Ja, aber es hat irgendwie trotzdem irgendwas Tolles, weil man verbringt ja ganz viel Zeit so normalerweise in der Schule und manchmal vermisst man es dann auch ein bisschen, also zumindest so die guten Sachen wie Pausen oder seine Freunde. Ja, das war jetzt die letzte Frage, das heißt, ihr freut euch auch, wenn es wieder losgeht. Bisschen. Ja, definitiv. Okay, dann wünschen wir euch in welcher Form auch immer einen guten Start und bis bald. Bis bald.